Fernsehen mit der Fritzbox. Jetzt bei Frag Fritz. Stefan hat uns gefragt, könnt ihr nicht mal was über das Thema SAT-IP machen? Und machen wir natürlich gerne. Schauen wir uns mal an, worum geht es eigentlich? Es geht um Fernsehen und zwar mit unseren Kabelboxen. Ich habe bei mir eine Fritzbox 6590 am Kabelanschluss und die kann ja darüber nicht nur Internet empfangen, sondern auch die TV-Sender. Das ist hier auch schon eingerichtet. Sendersuchlauf ist einmal durchgelaufen und dann finde ich hier diese wunderbare Senderliste und kann jetzt auch am Notebook direkt zum Beispiel hier mal das erste starten. Klicke ich einfach rauf, wird eine M3U-Datei runtergeladen, also eine Playlist-Datei. Brauche ich nur einen geeigneten Player, zum Beispiel den VLC Media Player. Und schon kann ich jetzt hier an meinem Notebook Fernsehen gucken. Das Ganze geht natürlich auch mit Smartphone und Tablet und da sogar noch einfacher mit unserer Fritz-App TV. Die rufe ich hier mal auf und wir sehen, ich habe genau die gleiche Senderliste, die mir auch die Fritzbox anzeigt und kann jetzt zum Beispiel mal das ZDF starten. Da kriege ich auch noch ein paar Informationen, was hier gerade läuft und wenn ich es dann im Vollbild sehen will, einfach einmal drehen und schon haben wir das entsprechend in Vollbild. Das Verfahren, das dabei genutzt wird, nennt sich SAT-IP. Wie es der Name schon vermuten lässt, kommt vom Satellitenfernsehen, ist ein Verfahren, um Satellitenfernsehen über IP, also Netzwerk, zu übertragen, funktioniert aber auch für DVB-C, also für Kabel. In dem Fall habe ich ja in der Fritzbox einen Sendersuchlauf gestartet und dann kann ich jetzt also auf allen möglichen Geräten Fernsehen gucken und ich könnte zum Beispiel die App auch auf einem Android-TV installieren, um auf einem Fernseher, der vielleicht im Schlafzimmer hängt, wo kein Kabelanschluss ist, auch mal TV nutzen zu können. Das geht aber noch ein bisschen anders. Ich zeige dir noch mal ganz kurz in der Fritzbox, wie das da aussieht, denn wir haben hier den Sendersuchlauf. Da werden alle möglichen Sender gefunden und dann stellt die Fritzbox die gefundenen Sender den Geräten zur Verfügung. Und dabei gibt es eine kleine Einschränkung, denn wir sehen hier oben SD und HD. Und HD, da wir das Programm vervielfältigen, wir senden es ja an mehrere Endgeräte, dürfen wir das nicht für die privaten tun, denn da ist ja genau das verboten. SAT-IP kann aber auch noch anders genutzt werden, dass nämlich das Endgerät, also zum Beispiel der Fernseher, die Fritzbox nutzt als Receiver, um einen eigenen Sendersuchlauf zu starten. Und wenn der Fernseher das kann, ist das super cool, denn dann kann man den direkt nutzen. Und genau das mache ich jetzt auch mal. Dafür gehe ich mal in unser Wohnzimmer. Ja, ich bin jetzt hier in unserem Wohnzimmer angelangt und habe hier so einen SAT-IP-fähigen Fernseher. In dem Fall ist es ein Panasonic, der ist momentan mit noch nichts verbunden, wie man sieht, außer per WLAN mit der Fritzbox. Und das ändern wir jetzt mal. Ich gehe ins Menü rein und zwar findet man das Ganze hier in dem Falle bei Setup und da gibt es einen Punkt, der heißt Tuning-Menü DVB via IP. Das ist genau dieser SAT-IP-Standard. Und gehe einfach mal auf Auto-Setup. Er findet sofort die Fritzbox als Server, also als Gerät, über das er Sender empfangen kann. Und jetzt kann ich hier die Sendersuche starten. Das heißt, jetzt macht der Fernseher seine eigene Sendersuche über die Fritzbox als Server und ich sage alle Sender, denn in dem Fall können auch HD-Sender empfangen werden. Natürlich vorausgesetzt, dass eine entsprechende Karte im Fernseher drin steckt. Ja, wird jetzt einen Moment dauern. Warten wir mal kurz. Ja, fertig. Ich mache ja mal ganz kurz ein bisschen leiser. Ich glaube, wir hatten irgendwie 104 freie und 234 Pay-TV-Sender. Das heißt, ich habe jetzt ein bisschen was zu tun. Aber das Coole, der Fernseher, der muss jetzt nicht am TV-Kabelanschluss dranhängen. Der kann irgendwo in der Wohnung stehen, im Haus. Hauptsache, er hat eine Netzwerkverbindung zur Fritzbox. Und ich kann hier ganz einfach mit der Fernbedienung durchseppen. Fernseh gucken, freie Sender, HD-Sender, alles möglich. Stefan, ich hoffe, deine Fragen zum Thema SAT-IP sind damit beantwortet. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt es uns einfach in die Kommentare auf Facebook, auf Twitter. Wir werden sie lesen und vielleicht schon im nächsten Frag Fritz beantworten. Damit ihr die nicht verpasst, immer schön dran denken, Abo und Glocke reinhauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ich muss jetzt Fernsehen gucken. Tschüss!